wunderschönen guten Morgen. Wir haben spontan gestern nach unserer Schienenbrücken mitten ins Nirgendwo-Wanderung noch genau dort geschlafen, mitten im Nirgendwo. Und jetzt fahren wir denselben Weg zurück wie gestern. Absolute Holperpiste. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Und wir fahren jetzt zu einem Platz, den Anton sich ausgesucht hat. Zwar hatten wir gestern die verlassene Zugstrecke, jetzt fahren wir zum verlassenen Zugfriedhof. Da sollen ganz viele verrostete Züge rumstehen und vielleicht ist das ja so quasi dieser Abschluss von dieser Zugstrecke, die sich hier so dieses Tal lang geschlängelt hat. 1900, keine Ahnung wann. Da fahren wir jetzt hin. Ich freue mich drauf. Dann schauen wir jetzt gleich mal, wenn wir wieder Internet haben, ob es hier auf dem Weg noch ein bisschen was gibt. Ich habe auf Google Maps gesehen, hier gibt es noch so ein paar Tunnel. Da schauen wir jetzt gleich einfach mal, ob das gut aussieht oder eben nicht. Unser Weg führte uns, wie im letzten Video, wieder an den Rio Tinto, dem Roten Fluss. Aufgrund des hohen Eisengehalts des abgebauten Bodens ist das Wasser sehr sauer und rot verfärbt, was es in Andalusien zu einer bekannten Attraktion macht. Der Weg, den Anton uns langführte, wurde dann auch sehr abenteuerlich. Mittlerweile sieht der Weg so aus. Das hat hier nicht mehr großartig was mit dem Weg zu tun. Ich bin auch völlig fertig und völlig durchgeschwitzt und jetzt hat Anton noch sein Handy verloren und läuft gerade zurück. Das sind so die realen Seiten, die ich manchmal verfluche. Ich habe gerade richtig hart keinen Bock mehr. Ich möchte einfach noch zurück, aber zurück will ich auch nicht, weil es sieht ja nicht besser aus. Ich bin gerade einfach nur abgefuckt. Ja, ich hoffe, es geht hier noch weiter runter, dass wir irgendwann mal unten ankommen, aber... Ah! Einige Verfluchungen später hatten wir es dann aber tatsächlich geschafft und sind unten angekommen, machten eine Pause und dann ging es auch zurück zum Auto. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg und wer hätte es gedacht, es gibt hier einen ordentlichen Weg. Den nehmen wir jetzt auch. Ich habe mich beruhigt, es ist einfach, wenn es anstrengend ist, wenn es alles scheiße läuft, kennt ihr es vielleicht selber, dann ist man irgendwann einfach nur noch abgefuckt. Und ja, also wir sind jetzt zweimal über diese Brücke gelaufen. Spannendes Unterfangen und jetzt geht's wieder zurück zum Auto und mal gucken, wann wir da so ankommen. Ich habe Muskelfaser in der Hüfte, das muss man auch erstmal schaffen. Wie hast du das gemacht? Weiß nicht. Au. Aus Zwiebeln ein bisschen laufen. Autschi. Naja, wir laufen jetzt zurück. Keine andere Wahl. Monty hat heute Adoptionstag, also er ist jetzt seit einem Jahr bei uns, also wir haben quasi Jahrestag. Und deswegen haben wir es uns gestern nicht lumpen lassen und ich glaube ein Fuffi im Tiershop ausgegeben und er ist schon hier ganz heiß, weil er sieht hier so eine neue tolle Giraffe und die kann quietschen und ich hasse Quietschspielzeuge eigentlich, aber er liebt es halt und heute ist sein Tag, nicht meiner, also kriegt er Quietschspielzeug. Ist jetzt für den Monty? Zwei Tage bevor wir nach Marokko fahren. Heute ist Dienstag. Wir haben jetzt gerade gearbeitet und eine kurze Pause eingelegt, um zu Carlos zu laufen und Fährtickets zu kaufen. Ich bin sehr gespannt und grundlegend sind wir sehr aufgeregt. Mal schauen, dass das jetzt alles klappt. Wir haben jetzt unsere Fährtickets. Also das sind unsere Passports. Fährticket sieht nicht so hübsch aus. Das ist einfach nur ein DIN A4 Zettel. Aber es war sehr unkompliziert. Also wir waren vor allen Dingen die Ersten im Laden. Beziehungsweise fangen wir mal von vorne an. Wir haben unsere Fährtickets nicht im Internet gekauft, weil das viel teurer ist. Sondern beim ominösen Carlos, von dem hört man immer wieder. Und der kann tatsächlich die Fährtickets mehr oder weniger zum halben Preis anbieten. Also wir haben jetzt gezahlt 280 Euro für hin und zurück mit Open Tickets. Das heißt, wir können innerhalb eines Jahres dann zurückfahren, wann es uns am besten passt. Das ist und auch gut. Dann hinfahren, wann es passt. Also es ist nicht nur die Rückfahrt, ja, sondern tatsächlich auch die Hinfahrt ist open. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ganz schöne Cover für unsere Passports bekommen. Wir haben mal 50 Euro umgetauscht. Das sind jetzt 500 Dirham. Deswegen aber einfach so mal, um 3 Euro zu haben, um im Land direkt irgendwas bar zahlen zu können, weil so Kartenzahlung wahrscheinlich nicht so gut da funktionieren wird. Wir haben gehört, Kartenzahlungen nur an Tankstellen, ansonsten alles bar und auch Maut bar. Und dementsprechend, wenn wir einreisen, müssten wir als allererstes noch im Hafen Geld abheben. Dazu hatten wir keine Lust, also haben wir es jetzt vorher erledigt. Dementsprechend, wir arbeiten jetzt noch fix weiter heute und morgen, dann geht's rüber. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5.10 Uhr und unsere Reise nach Marokko beginnt. Wir sind sehr aufgeregt, was diese Fährfahrt angeht und schauen jetzt mal, dass wir es alles gut über die Bühne kriegen. Hast du Bock? Ich habe Bock. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, ob das alles klappt mit Ein- und Ausreise und ich freue mich.
Hola. Sí. Ticket? Ja. Balearia. Sí. Gracias. Unsere erste Hürde haben wir geschafft und stehen am Hafenterminal. Sechsmal in die falsche Richtung gefahren. Ich möchte dazu sagen, ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen hier reinfahren. Juno so, nee, nee. Das stimmt nicht. Anton ist erstmal in die völlig falsche Richtung, nämlich Richtung Enklave. Und da wollen wir definitiv nicht hin. Und deswegen war ich so, Bro, konzentrier dich und sei nicht so aufgeregt. Und dann war ich selber so aufgeregt. Und dann sind wir dreimal im Kreis gefahren, aber jetzt haben wir es geschafft. Glauben wir zumindest. Wir werden auch gucken, wo die Fähre anlegt. Wenn wir überhaupt noch eine Fähre kommen, mal schauen, wo wir hier stehen. Wird schon. Da dachten wir noch, dass es jetzt losgeht. War nicht so. Eine Stunde später und wir stehen immer noch im Hafen. Allerdings gehen jetzt hier die ersten Tore auf und die ersten Autos dürfen zur Kontrollette noch in Spanien. Wir hätten halt auch eine Stunde länger schlafen können, aber dafür sind wir jetzt hier wenigstens die Ersten in der Schlange. Und tatsächlich sind nach uns, natürlich auch erst eine halbe Stunde nach uns, noch irgendwie 10 Wohnmobile gekommen. Ausschließlich Franzosen. Aber wir haben die Pole Position. Ja, mal schauen. Also wir sind jetzt schon so gute 2 Stunden am Hafen und stehen hier einfach nur. Und bisher hat uns niemand reingewunken. Es wurden 2-3 Autos mitgenommen, es wurden sämtliche LKW mitgenommen, aber die 7 Uhr Fähre ist jetzt weg. Die werden wir wohl nicht nehmen. Wir bleiben gespannt. Ja, mal schauen. Die nächste geht, glaube ich, um 9 oder 10. Mal gucken, ob wir auf die raufgelassen werden. Das sehr frühe Aufstehen hat sich also nur so mittelmäßig gelohnt bisher. Wir chillen jetzt, frühstücken mal eine Runde und dann schauen wir mal, was das hier so wird. Uhr, jetzt schon gut eine Stunde, nachdem wir eigentlich auf die Fähre wollten. Aber jetzt sind wir schon mal durch die Passkontrolle in Spanien durch. Und jetzt geht's hoffentlich gleich auf das fette Schiff und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall super heiß hier. Also ich bin schon ein paar Fähren in meinem Leben gefahren, aber das habe ich hier noch nie erlebt. Also erstens eben der LKW, der runterfahren wollte, der hat mit dem Dieseltank aufgesetzt und die haben ihn hin und her probiert, irgendwie runter. Es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Der zweite jetzt wollte hochfahren, wird vom Hafenmitarbeiter angepfiffen, ist aber weitergefahren und er hat um sein Leben gepfiffen, der Hafenmitarbeiter. Und irgendwann ist er so, ich meinte noch gerade zu Jose, gleich wird er verprügelt. Just in dem Moment springt der Hafenarbeiter los, rennt auf diesen LKW, tritt gegen diesen LKW, springt den LKW hoch, brüllt diesen Mann aus an. Der ältere Mann schlurft ganz gediegen da raus, guckt sich seinen LKW an. Und dann steht er da immer noch so und er soll zurückfahren, so das sieht man, aber ich sag euch, wenn der jetzt ein bisschen weiter nach vorne fährt, dann haben wir heute den ersten Todesfall. Glücklicherweise mussten wir dann doch keine Mordzeugen werden. Stattdessen ging es endlich aufs Schiff. Gut 4 Stunden, nachdem wir eigentlich nach Marokko übersetzen wollten. Also plant ein bisschen Zeit ein. Ab hier lief es aber verhältnismäßig glatt. Oben an Deck ließ dann auch unsere Anspannung ein wenig nach. Wir suchten uns einen schönen Platz, an dem der Hund unterm Tisch geparkt werden konnte und beobachteten das Treiben im Hafen. Mit nur guten 3 Stunden Verspätung haben wir es dann auch jetzt aufs Schiff geschafft. Monty haben wir mit an Deck geschmuggelt, weil wir ihn nicht im Auto lassen möchten. Auf jeden Fall gab es quasi direkt hinterm Auto auf dem Autodeck so einen Überseecontainer und da stand irgendwie Pet Area und das sah aber so ein bisschen suspicious aus. Deswegen haben wir ihn jetzt quasi hier oben geschmuggelt an X-Fahnschildern vorbei, dass die Hunde nicht erlaubt sind. Ist aber doof für einen Hund, den Hund zu fassen. Bisher haben es mindestens 3 Mitarbeiter vom Schiff gesehen und allerdings gesagt, also gehe ich davon aus, dass es okay ist. Ja. Auf der Fähre selbst müsst ihr euch dann hier übrigens so einen Formularzettel holen, der ausgefüllt werden muss und tendenziell in Marokko dann abgegeben werden soll. Das kläre ich aber gleich nochmal, beziehungsweise es muss eigentlich so sein. Da müsst ihr so ein paar Daten einfach angeben, wo ihr hinfahrt, warum ihr da hinfahrt, Reisepass, Name etc. Und dann könnt ihr schon einreisen. Thank you.
Nach der Einreise an Bord und einem weiteren Stempel im Pass freuten wir uns immer mehr auf unser neues Abenteuer. Wir sind beide das erste Mal in Afrika und waren einfach gespannt auf alles, was jetzt kommen würde. Dass wir uns gleich am ersten Abend unser eigenes Grab schaufeln würden, wussten wir hier noch nicht. Mehr dazu seht ihr beim nächsten Video. Und dann war es auch soweit. Unser großer rostiger Kahn legte in Marokko, genauer gesagt im Hafen von Tangamet, an. Nachdem auch hierbei das Schiff nicht kenterte, waren wir uns relativ sicher, nun trockenen Fußes einreisen zu können und machten uns zurück auf den Weg zum Van. Herzlich willkommen in Marokko. Wir haben es vom Schiff runter geschafft und sind sehr froh darüber. Also es war jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, es war tatsächlich einfacher als gedacht. Auf dem Schiff selber gibt es schon die Passkontrolle, das lief alles ganz entspannt. Den Hund haben sie bisher gar nicht kontrolliert, aber wir stehen jetzt in einer sehr langen Schlange und sind gespannt, was jetzt so ja, an Zollkontrolle kommt. Den Drogenspürhund haben wir schon hinter uns gelassen, der stand nämlich direkt vor dem Schiff. Da mussten wir einmal ganz kurz unsere Ausweise vorzeigen, dann hat er uns eine Bon Voyage. Bon Voyage. Dann dachten wir schon fast, wir sind schon fertig, aber die kilometerlange Schlange hier sagt was anderes. Die Masse an vollbeladenen Autos hat uns nachhaltig beeindruckt. Monty hat es dagegen alles eher gelassen gesehen. Für uns ging es jetzt durch den Röntgen-LKW, bevor wir dann zur letzten Hürde weiterfahren durften. Der finalen Pass- und Zollkontrolle. Hi. Not very too bad. Good. Thank you. Süß. Wie geht's euch? Gut. Okay. Was Passport hast du? Du. Hi there. Hello. Hi. Shall we go over there? Yeah. Do you need? Give me your passport. Yes. Passports? Yep. And paper for the car. The green card. The green card? Yep. That's the green card. That's the one. This is answer. No, that is insurance. Give me the paper for circulation. See. Registration the plug. Yeah. That green card. Sorry. So you don't need this one? No. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. Stay here. Behind the Audi? Yep. Oh, my kleine Schuhsohn. Monty regelt die Grenzkontrolle. You have something to declare for the customs. No. We have one bottle of wine, but no drone, no. No weapons. we only have a dog here in the front, so that you know. Hi. That's to declare. Eine gute Dreiviertelstunde, Stunde später sind wir jetzt auch durch den Zoll durch. Wir hatten eh nichts dabei, aber man darf maximal einen Liter Wein mitnehmen. Und wir hatten von Carlos, wo wir die Fährtickets gekauft haben, eine Flasche Wein geschenkt bekommen, was bei denen so üblich ist, total süß. Deswegen haben wir da auf jeden Fall ehrlich geantwortet. Und ansonsten hatten wir den Hund im Auto. Und ich glaube auch deswegen, also sie haben wirklich nur einmal kurz reingeguckt, aber war nichts Großartiges. Wir haben jetzt noch eine Versicherungskarte von denen bekommen, dass wir das Auto sozusagen ein halbes Jahr in Marokko zollfrei nutzen dürfen und dann müssen wir es dringend wieder mit ausführen, sonst hätten wir ein Problem mit dem Zoll. Damit ist die Einreise beendet und wir können in unser Marokko-Abenteuer starten. Wie recht ich mit dem Wort Abenteuer hatte, wusste ich da noch nicht. In den kommenden Wochen sollte uns dieses Land wundervolle Momente schenken, uns aber auch vor einige Herausforderungen stellen. Wir haben neue Freunde gefunden, die Handelskultur in diesem Land kennengelernt, super leckere Sachen gegessen und die ein oder andere Träne verdrückt. Aber all das seht ihr in den nächsten Videos. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und schreibt uns gerne, ob ihr schon mal in Marokko wart und hier Empfehlungen habt.